Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, also Deutschland ist natürlich auch das Land der Ärzte. Und ich bin heute bei der Apotheken- und Deutschen Ärztebank hier in München in der Niederlassung und treffe dort den dynamischen jungen Direktor Stefan Seiler. Und es wird spannend. Bitte kommen Sie mit. So, guten Tag, Herr Seiler. Dr. Lischen, grüß Gott, willkommen in der APOBank. Dankeschön. APOBank steht für Apotheker und Deutsche Apotheker- und Ärztebank, genau. Wir haben uns ja mal vor einiger Zeit hier getroffen. Da war also eine große Veranstaltung und da sind wir quasi auf Sie aufmerksam geworden, obwohl ich jetzt kein Arzt bin. Aber die APOBank ist quasi die größte Genossenschaftsbank in Europa. Das stimmt. Die Genossenschaftsbanken sind ja ein bisschen anders aufgestellt als die anderen Banken. Wo ist da der Unterschied aus Ihrer Sicht? Die Genossenschaftsbanken haben ja eine lange Tradition. Von Raiffeisen sind sie gegründet. Und die Genossenschaftsbanken haben eigentlich den Auftrag, in den Grundzügen für ihre Region den Mittelstand, die Privatkunden zu fördern, zu unterstützen. Und deshalb gibt es Genossenschaftsbanken immer wieder, finden sie überall in Deutschland, sind aber alles im Normalfall eigenständige Institute. Und das Schöne ist, die Genossenschaftsbanken gehören im Normalfall den Kunden. Das ist der große Unterschied zu vielen anderen Häusern. Das heißt, wer bei uns Kunde ist, der kann auch Mitglied werden und somit Anteilseigner der Bank. Und er kann, wenn er das möchte, sich auch entsprechend in der Bank engagieren. Und er kann vor allen Dingen dann auch von den Netzwerken der Bank auch profitieren. Und er kann natürlich auch mal sagen, das finde ich nicht gut. Also quasi, es gibt Tausende von Chefs. Das stimmt, absolut. Ja. Also das heißt, es ist eine sehr große Kommunikations- und Diskussionsplattform da. Anders als es bei den klassischen Geschäftsbanken oder Privatbanken der Fall ist. Das unterscheidet diese Häuser schon sehr. Und natürlich, was der größte Unterscheidungsfaktor ist, dass Genossenschaftsbanken entweder, wie gesagt, grundsätzlich einen regionalen Bezug haben oder wir als Standesbank, der Heilberufler, uns ganz klar einer Zielgruppe verschrieben haben. Sie sind nun so ein dynamischer, junger, ja, kann man sagen, Manager. Ja? Was sind denn so Ihre Management-Tools? Ich meine, ich habe Sie jetzt da im Vorgespräch schon gesehen, Sie begrüßen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Namen, Sie geben die Hand. Das sind ja schon so, sagen wir mal, Werte, die manchmal bei anderen Unternehmen fehlen. Ja, gut, das ist schwer. Das ist ja eigentlich grundsätzlich eine Selbstverständlichkeit, dass man Menschen, die man kennt, die angemessen begrüßt und auch mit Namen anspricht. Aber das stimmt schon. Wir haben als Genossenschaft ganz grundsätzlich, und das prägt natürlich auch den Führungsstil, den wir in dem Haus haben, haben wir eine ganz kleine Gewinnerzielungsabsicht, aber keine Gewinnmaximierungsabsicht. Das heißt, wir achten sehr aufeinander, wir versuchen füreinander da zu sein, was ja auch der Grundgedanke der Genossenschaft war oder ist, miteinander, füreinander. Und das muss ich sagen, das hat natürlich auch eine ganz, ganz wichtige oder spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Führung. Das heißt, man richtet die Führung sehr stark danach aus, was sind die Bedürfnisse des Einzelnen, der Kunde muss im Vordergrund stehen, aber auch der Anteilseigner natürlich, aber auch der Mitarbeiter. Das heißt, ich glaube, dass das Stimmungsbild, der kulturelle Wandel, der aktuell die Gesellschaft betrifft, in der Genossenschaftsbank grundsätzlich anders abläuft, als das in Geschäftsbanken der Fall ist. Wie führt man denn gesund? Tja, das ist eine gute Frage. Wir sind natürlich prädestiniert, um die zu beantworten, weil wir viel mit Ärzten, Zahnärzten, Apothekern zu tun haben. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, jetzt für dieser Begriff Work-Life-Balance spielt natürlich eine große Rolle, aber ich glaube, dass für einen Job ganz wichtig ist und dann wird auch das Thema Führung natürlich voll integriert, dass der Job Spaß macht, dass die Aufgabenfelder, die Positionen Spaß machen, dass man etwas macht, wo man eine Erfüllung drin hat, wo Wertesysteme erfüllt werden, wo man Mehrwert hat, wo man Nutzen drin sieht, da kommt Idealismus, spielt da eine Rolle. Also ich glaube, das sind viele Faktoren. Ich glaube nicht, dass es einen Einzelnen gibt, der dazu führt, dass man gesund arbeitet, gesund geführt wird oder gesund führt, sondern dass es ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren ist. Der menschliche Faktor dieser APOBank spielt ja eine ganz große Rolle. Da möchte ich mit Ihnen gleich drüber sprechen. Ja, gerade im Bankensektor, wenn man so mal in unser Land reinblickt oder sogar weltweit, hat man immer das Gefühl, die digitale Welt zählt und die Menschen sind dann immer mehr so wegdigitalisiert. Ich habe das Gefühl, dass Sie auch in Ihrer Art, wie Sie managen, den Menschen in den Fokus stellen. Natürlich braucht jede Bank die digitale Welt, ohne das geht es nicht. Aber die Kunden haben ja auch Lust, den Banker mal zu sehen oder die Mitarbeiterin zu sehen. Wie denken Sie darüber?
Also ich glaube, wir werden uns dem Thema Digitalisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz nicht verschließen können und auch definitiv nicht verschließen wollen. Also das, die Frage stellt sich gar nicht, sondern man geht hier wirklich den Weg, geht man mit, manchmal als Fast Follower, manchmal auch als Pionier, je nachdem, in welchem Themenfeld man drin ist. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch, dass alles, was nicht digitalisiert werden kann, enorm an Wert in der Zukunft gewinnen wird. Das heißt einfach zwischenmenschliche Beziehungen, das menschliche Miteinander. Ich will das gar nicht auf Berufe ummünzen, sondern eher auf den Kontakt, den man miteinander hat. Das, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spricht. Ja, das wird enorm an Wert gewinnen. Und ich glaube, dass deshalb das Relationship Management, wie es ja neudeutsch immer wieder auch heißt, für die Banken, speziell für die Retail-Banken, in der Zukunft der Erfolgsfaktor sein wird. Wie gut wird es dem Berater gelingen, den Kunden von sich und für sich zu überzeugen und ihm einen Mehrwert zu bieten? Derzeit sitzen ca. 20 Millionen Menschen beim Arzt, das ist ja auch ihre Kundenklientel, wegen Angst. Das heißt Angst vor der Zukunft, Angst, ich kann die Erfordernisse des Marktes nicht mehr bedienen, Angst, dass es nicht mehr so ist wie früher. Dieses ganze Thema Angst ist ja auch auf der menschlichen Ebene. Also das heißt, man muss Angst im Grunde wieder in Vertrauen umwandeln. Das ist ja auch etwas, was hier in Ihrem Hause gemacht wird. Denn wo Angst ist, ist niemals Vertrauen. Und wo Vertrauen ist, ist nicht Angst. So. Wie denken Sie denn so drüber, wenn Sie einfach mal so in Ihren Alltag reinschauen, Ihren Tagesablauf reinschauen? Wie klar müssen Sie als Banker das ganze Handwerkszeug kennen und Ihren Handwerkskoffer dabei haben, dass Sie wissen, wo stehen wir, dass Sie eben auch wissen, die Zinsen bleiben lange unten, Sie müssen die Handelsblätter lesen, das ist alles klar. Aber das Menschliche, das drum sind wir auch hier jetzt mal, weil Sie sind ja so ein menschlicher Banker. Wie wichtig ist das Menschliche in Ihrem Tagesablauf? Also das, für mich persönlich, der Tag besteht eigentlich nur aus menschlichen Kontakten. Mhm. Ja, also ich versuche, dass das Thema Administration und Bearbeiten von Formularen, E-Mails, Unterschriftsmappen und Ähnliches, das gehört natürlich absolut dazu. Das versuche ich aber auf Randzeiten zu legen, also entweder früh morgens oder später abends, weil für mich die Kommunikation das Elementare ist. Das heißt, man muss gerade als Führungskraft muss man sprechen und man muss viel sprechen und man muss mit vielen Menschen auch sprechen, aber zeitgleich natürlich auch eine Ernsthaftigkeit und eine Authentizität reinlegen. Und das ist, glaube ich, ein Anspruch, den man an sich selbst haben sollte. Jedenfalls habe ich ihn an mich. Ich glaube, dass die Angst einfach daher rührt, dass sich die letzten Jahre, oder man spürt, dass in den letzten Jahren der Wandel, den man wahrscheinlich immer schon irgendwie spürte, der Wandel schneller geworden ist. Und wenn wir die Zeit, wenn wir 20 Jahre die Zeit zurückdrehen, merkt man, da hat sich unglaublich viel geändert. Und wenn man 300 Jahre zurückgeht, dann gab es unter Umständen einen Beruf, einen Handwerksberuf. Und den hat man gelernt und konnte den dann 20 oder 30 Jahre ausüben. Man war unter Umständen beim selben Arbeitgeber und hatte denselben Beruf und hat immer dasselbe getan. Und heute erleben Sie im Monatsrhythmus oder im Jahresrhythmus Veränderungen. Wenn man S&P 500 nimmt, also die größten Firmen, speziell der USA, und schaut sich das mal an, hat man beispielsweise die Dauer, wie lange ein Unternehmen besteht. Wenn man 50 Jahre zurückgeht, bestand das im Normalfall 35 Jahre. Im Jahr 2000 bestand es ungefähr 23 Jahre und heute besteht es ungefähr 12 Jahre. Und da merkt man schon, Unternehmen verändern sich, Menschen, die für diese Unternehmen arbeiten, sind irritiert, machen sich Sorgen, wie geht's weiter? Und ich glaube, da spielt die Angst eine große Rolle. Und da ist es mit einer der vorrangigen Aufgaben von Führungskräften, diese Angst im Idealfall zu nehmen, aber zumindest zu lindern und konstruktiv positiv damit umzugehen. Nun gibt es natürlich viele Führungskräfte, die haben selber Angst. Und wenn Angst auf Angst trifft, dann ist es ein unglaubliches Potenzial, das auftritt. Wir haben natürlich heute auch eine große Angstmachermaschine, das sind die Medien. Also wenn Sie sich also mal so anschauen, die Tageszeitungen, also die Angstthemen sind immer die Themen, die ganz vorne stehen. Mhm. Ja? Und natürlich, jetzt kommen natürlich die digitalen Medien dazu, die Push-Nachrichten. Also
wahrscheinlich, Sie sind ja auch junger Vater, wahrscheinlich Ihre beiden Jungs, Ihre süßen kleinen Jungs, die werden irgendwann, werden die keine Zeitung anschauen, sondern die kriegen dann die Push-Medien, geben ein, was sie interessiert, zack, zack, zack. Aber das macht ja auch Angst. Aber jetzt kommen wir mal zu Ihrer Klientel. Sie haben also vorwiegend Apotheker als Ihre Kundenschicht, ja. Und Sie haben Ärzte als Ihre Kundenschicht. Ja. Also man geht schon davon aus, das sind studierte Kunden, die haben also alle ein Studium hinter sich, intellektuell. Das muss man ja auch bedienen. Ja? Und jetzt kommt natürlich eines dazu, ich habe es ja auch mit vielen Ärzten zu tun. Die Ärzte sind natürlich auch unter Druck. Ja, sie müssen einfach, also nehmen Sie mal die Kardiologen, ein Kardiologe, der muss heute, die guten Kardiologen sind ja auch meistens Privatärzte, ja. der muss also sagen, okay, ich brauche am Tag meine 10 Patienten und pro Patient ungefähr eine Stunde. Ja, weil ein richtiger Herzcheck-up dauert halt eben so lange. Aber dann kann ich mich natürlich nicht um das Wirtschaftliche kümmern. Das ist ja oft bei Ärzten so, dass eben das Kaufmännische eben einfach in eine Vertrauensbank gehört. Und das ist ja Ihr Fokus. Sie sind ja auch für junge Ärzte, wenn es einer ein Studium gemacht hat und er sagt, Mensch, ich möchte jetzt einfach mich selbstständig machen, bin ein guter Zahnarzt, bin super motiviert, ich kann das, ich will. Jetzt kommt er zu Ihnen. Was machen Sie mit so einem Jungen? Also Sie müssen den ja auch erst einmal checken, von Mensch zu Mensch. Absolut, absolut. Also erstmal sage ich ihm, dass er bei uns absolut richtig ist für das Thema. Warum ist das so? Weil wir für uns in Anspruch nehmen und das einfach, und das ist dann Blick in die Vergangenheit, dass wir sagen, wir haben einfach enorme Expertise, speziell was das Thema Existenzgründung anbelangt. Aber auf die unterschiedlichen Fakultäten auch, ja? Genau, also das heißt, wir schauen uns an, die klassische Klientel sind Ärzte, von der Anzahl her natürlich die größte Zielgruppe, Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte. Wir sind sehr stark in der Existenzgründung, weil wir die Anforderungen kennen. Man muss immer mal sehen, ein klassischer Zahnarzt, der in eine Existenzgründung geht, ist zwischen 29 und 35 Jahren alt, also sehr, sehr jung an Lebensjahren. Der hat ein Studium hinter sich, hat 2-3 Jahre als Assistent gearbeitet, kommt zu uns und braucht einen größeren Betrag, um sich an einer Praxis zu beteiligen oder diese zu kaufen. Aber hat natürlich noch nicht die wirtschaftliche Erfahrung. Er hat eigentlich fast gar keine wirtschaftliche Erfahrung. Die Assistenzzeit gibt es ja in Deutschland eigentlich, um diese zu erhalten, um das Thema der Abrechnung über die KZV zu erlernen. Aber die betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse oder die Kenntnisse, ein Unternehmen zu führen, hat er klassisch nicht. Macht ihr da auch Coaching? Wir machen Coaching, wir bieten Seminare an, wir begleiten. Das heißt, wir haben ein eigenes Berechnungstool, wo wir jemand helfen können, wenn er in die Existenzgründung geht, ihm zu errechnen, lohnt sich das für dich, macht das Sinn? In den meisten Fällen ist das auch absolut so. Aber Sie sagen auch, wenn es keinen Sinn macht, sagen Sie auch. Sagen wir auch, ja. Das hilft ja dann auch erstmal. Das ist die Oder wenn noch was fehlt. Ja, ja, genau, das ist die größte Herausforderung. Das heißt, wir treffen auf diesen 33-jährigen Zahnarzt, der mit Verlaub noch nie eine größere Summe Geld verdient hat, also keine Rücklagen bilden konnte, der im Normalfall keine Sicherheiten stellen kann und der braucht von uns Kredite in der Höhe von 400.000, 500.000 oder 600.000 Euro für eine Zahnarztpraxis, die wir nicht besichern können und wo wir nicht wissen, ist der überhaupt erfolgreich. Und da ist es schon neben allen Ratingfaktoren, die wir natürlich haben, Berechnungsmethodiken, den Businessplan, den man dann auch gemeinsam mit ihm erstellt, ist es wichtig, dass der Berater in der Lage ist, sich ein Bild von der Person machen zu können. Wie ist die Person eingestellt? Aber es ist ja dann schafft auch sie das? Check-up. Es ist ein, ja, absolut. Also, es gibt ja super gute Ärzte, die aber einfach nicht gut sind als Kaufleute. Ja. Das sehr, sehr oft übrigens. Ja? Das thematisieren oder wir als Unternehmer auch, oder so, ja. Das thematisieren wir auch. Also wir sagen dann auch, wir gehen in den Dialog. Das sind ja mehrere Gespräche. Man ist stundenlang zusammen. Und wir haben manchmal die Situation, dass wir dann auch wirklich das Signal geben und sagen, denk doch mal drüber nach, ob die Existenzgründung wirklich der richtige Weg für dich ist. Vielleicht ist eine Karriere auch als Führungskraft in einer Klinik oder als Leiter einer Apotheke, ist das für dich der richtige Weg oder der bessere Weg. Also Angestelltenverhältnis. Genau. Das kommt selten vor. Das kommt selten vor, aber das kommt vor und wir unterstützen auch, weil wir sagen, wir wollen Lebensbegleiter sein. Wir wollen nicht ein Geschäft machen und eine Existenzgründung, danach sind wir außen vor, sondern wir haben das Vertrauen und wir wollen unterstützen. Und das ist auch ganz klassisch unser originärer Auftrag. Aber wir sehen es auch als unsere Berufung an. Das heißt, der Fokus liegt sehr stark auf das Human Capital.
Und Existenzgründung für Heilberufler lohnt sich. Das ist eine Botschaft, mit der wir rausgehen. Es ist absolut sinnvoll und kann unglaublich viel Spaß machen, als Arzt oder Apotheker, als Zahnarzt oder Tierarzt selbstständig zu sein. Ja, jetzt ist es natürlich, jetzt bleiben wir mal bei diesem, sagen wir mal, Platz München. München ist ja aus meiner Sicht die Hauptstadt der Medizin, der Mediziner. Also Sie können heute unter zig HNO-Ärzten aussuchen, Sie können X-Kardiologen, Sie können Zahnärzte en masse, Sie haben alles, Sie haben alles. Aber wer ist der Richtige? So. Und Sie machen ja auch mit Existenzgründungen, machen Sie auch den richtigen Start. Also ich sage jetzt mal, was gehört da dazu? Also wenn jetzt, bleiben wir mal beim Zahnarzt. Ja, der Zahnarzt kann also jetzt nicht, sagen wir mal, in einem Tiefparterre, wo verkehrstechnisch also alles nicht so gut ist, wäre es nicht so gut, wenn er da beginnt. Er muss auch schauen, welche Patienten bekomme ich denn. Ja. Da habt ihr ja offensichtlich ein riesiges Know-how. Die Bank ist jetzt über 100 Jahre alt. Genossenschaftscharakter ist ja einfach wenig Risiko oder fast kein Risiko. Ja. Im Sinne unserer vielen, vielen Mitglieder, über 100.000 Mitglieder. Also das heißt, ihr habt ja auch irgendwie Verantwortung. So, ja. Jetzt kommt der junge Zahnarzt und sagt, ja, Herr Seiler, wissen Sie was, also ich bin so gut, ich möchte jetzt Gas geben, hat aber noch nie so richtig also erlebt, wenn es zum Beispiel, ich sage jetzt mal, das Telefon klingelt und sagt, oh, mein Mann hat so Zahnschmerzen und jetzt hat er die Hütte schon voll und jetzt kriegt er keinen Termin. Oder noch viel schlimmer beim Kardiologen, mein Mann ist jetzt gerade ohnmächtig geworden und dann sagt er, ja, aber ich kann jetzt nicht. Ja, das ist ja auch, Arztberuf ist ja ein sehr verantwortungsvoller Beruf. Absolut. Das heißt, gerade bei Herzthemen muss man sofort einen Termin kriegen etc. Dieses ganze Know-how ist ja unsagbar viel wert. Ja. Das stimmt, das stimmt. Also das ist eine riesen Herausforderung, absolut. Und man muss auch immer unterscheiden, es gibt bei Zahnärzten keine Zulassungsbeschränkungen mehr. Der Zahnarzt kann sich eigentlich dort niederlassen, wo er möchte. Bei Ärzten gibt es das noch. Also das heißt, bei Ärzten ist es so, die haben sowohl eine Bedarfsplanung als auch eine Zulassungsbeschränkung. Das heißt, sie bekommen eigentlich ihren Bezirk zugeteilt. Klassisch beim Zahnarzt in München haben sie eine so große Zahnarztdichte, dass rein vom Zahlenmaterial her, was man allgemein Informationen hat, dürfte eigentlich gar keine Praxis funktionieren, weil es zu viele Zahnärzte gibt für dann in der Relation zu wenig Patienten. Dem ist aber nicht so. Das heißt, es wird schon sehr, sehr deutlich und wir merken das auch in den Gesprächen. Hat jemand eine Vision? Wie stellt sich jemand auf? Wie hat er sich mit dem Themenfeld beschäftigt? Wo sieht er seine Schwerpunkte? Wie will er sich ausrichten? Wie wählt er die Räumlichkeit? Wie wird das Interieur, die Praxisausstattung? Wie schafft er Vertrauen zum Patienten? Das ist ja auch ganz wichtig, weil das ist ja Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist immer der letzte und wichtigste Punkt, den wir dann besprechen. Wenn alles andere steht, weil Zahlen immer geduldig sind, ich habe nur selten einen Businessplan erlebt, der nicht positiv ist, ja, der mir eingereicht wurde, aber dann fragen wir, wie willst du es schaffen, A, Patienten zu gewinnen und diese auch zu halten. Und wie schaut es mit deiner Disziplin aus? Also wenn du eine Praxis aufbaust, im ersten Jahr kannst du den Urlaub gleich mal vergessen. Ja? Ja. Weil die Patienten, die wollen ja dich. Ja? Ja, und, so ist es. Ja? So ist es. Das ist wir klären auch auf. Ich sage dann auch ganz offen, dass ihm klar sein muss, dass er in den ersten Jahren keinen Urlaub machen kann, dass unter Umständen das Thema private Immobilie erstmal hinten angestellt werden muss, weil er sich nimmt ein Darlehen auf, er ist eine Zeit lang auch einfach unglaublich eingebunden. Auswirkungen auf sein Privatleben? Genau, also das heißt, er ist deutlich stärker eingebunden, er hat ein eigenes Unternehmen. Ja, es gibt ja diese Aussage, dass der Arzt kein Unternehmer ist und der Patient kein Kunde oder kein niemand, der eine Dienstleistung erwartet, im klassischen Sinne, dem ist nicht mehr so. Wie ist es denn so? Sie sprachen es vorhin an, Privatpatienten, aber auch Ärzte, die privat auf privater Ebene tätig sind, die Anforderungen sind hoch. Das beginnt bei Öffnungszeiten und geht über das Leistungsspektrum, die Zuverlässigkeit, die Seriosität. Es geht darum, wie kommuniziert wird. Dass der Patient spürt, der hilft mir, der Arzt. Wie schnell bekomme ich einen Termin? Wie fühle ich mich wohl? Also die Empathie, was wir vorhin auch hatten, ist enorm wichtig. Und der spricht sich rum. Der spricht genau. Sich rum. Ja? Genau. Und jetzt kommt vielleicht noch eines dazu, gerade Ärzte, die eben auch richtig eingebunden sind und sie merken jetzt, die Praxis fängt an, richtig zu laufen, haben ja oftmals keine Zeit, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt mit dem Geld, was ich also jetzt erwirtschafte. Da möchte ich mit Ihnen gleich drüber reden. We'll be right back.
Jetzt befinden wir uns in Ihrem Büro und da kann man ja auch gleich immer wieder so ein bisschen Rückschluss ziehen auf den Menschen, der hier lebt. Helligkeit, Picasso, dann eben einfach auch irgendwie, ja, schön und man fühlt sich wohl. Ist quadratisch der Raum. Wie wohl fühlen Sie sich denn hier in Ihrem Büro? Wahrscheinlich sind Sie ja nie hier, sondern immer beim Kunden oder bei den Ärzten oder bei den Apothekern, oder? Ja, ich bin schon ab und zu auch noch hier. ich fühle mich sehr wohl. Ich habe es auch bewusst deshalb so gestaltet, also mit der kleinen Sitzmöglichkeit, nennt es jetzt mal einen Arbeitstisch. Und runder Tisch, was immer gut ist. Runder Tisch, weil der Zugang dann leichter ist, einfacher ist. Auf was ich verzichte, ist ein Schreibtisch, weil ich halt gemerkt habe, dass zu viele doch hinterm Schreibtisch sitzen. Ja, also das merkt man häufig, gerade bei Führungskräften, sodass man so ein bisschen die Situation hat, dass man so aus der Tür so reinkommt, so auf den Schreibtisch zuläuft und im Idealfall noch so zwei Stühle vorm Schreibtisch hat, dass man Audienz bekommt. Also hier ist schon, da gehen wir hier ein bisschen lockerer miteinander um, weil ich sage es halt, wir führen die Gespräche und das ist ein Arbeitsraum und Arbeit ist für mich im Normalfall Gespräch. Das heißt, ich versuche... Und auch Spaß. Gespräche und Spaß, das auf jeden Fall, sonst wird man das nicht machen. Ja. Also, wollen wir uns mal sehr schön. An den runden Tisch setzen? Bitte schön. Dankeschön. Ja, ich sagte zuerst schon, die Ärzte sind ja normalerweise im OP-Saal oder im internistischen Bereich tätig, in ihren Praxen, in ihren Zahnarztpraxen. Die Apotheker müssen ständig auch ihre Kunden betreuen. Das heißt, es besteht wenig Zeit, um darüber nachzudenken, was passiert denn mit meinem Vermögen. Und das ist ja auch etwas ganz Besonderes, dass Sie eben diese Klientel, die Ärzte und die Apotheker, wirklich auch spezifisch auch unter diesen Voraussetzungen beraten. Sagen Sie doch da mal bitte was drüber. Ja, also es ist ja vieles schwieriger geworden in der Richtung. Wir befinden uns in den letzten Jahren, ich sage es mal, im Niedrigzinsniveau. Man muss immer davon ausgehen, dass dieser Zinseszinseffekt, den man hatte oder lange Jahre hatte, die größte Geldmehrungsquelle in Deutschland war. Der ist jetzt quasi weggefallen durch das niedrige Zinsniveau. Und trotzdem ist unglaublich viel Liquidität auch im Umlauf. Das heißt, man überlegt schon, wie kann man Geld anlegen, wie kann man mit Geld umgehen. Und wir unterscheiden da schon sehr stark zwischen dem Angestellten und dem Niedergelassenen. Der Angestellte trägt einfach kein unternehmerisches Risiko. Das heißt, er kann sein Geld unter Umständen mittellangfristig anders und auch fester anlegen, als das beispielsweise jemand, der ein eigenes Unternehmen hat, der Angestellte hat, der unter Umständen auch wirtschaftlich betrachtet Höhen und Tiefen oder größere Schwankungen durchmacht. Und da bieten wir natürlich alles an, was es in der Richtung Geldanlage gibt. Das heißt, wir haben hervorragend ausgebildete Private Banking Berater, wir haben Vermögensspezialisten, die sich um diese Themenfelder kümmern, die mit dem Kunden individuell Konzepte erarbeiten. Selbstverständlich haben wir auch Zugriff auf alle Plattformen. Das heißt, wir können dem Kunden wirklich in der Richtung alles anbieten. Aber wir achten sehr darauf, wie seine persönliche Lebenssituation ist. Ist er angestellt? Ist er niedergelassen? Wie alt ist er? Was für Planungen hat er? Welche Herkunft hat er? Was bringt er schon mit? Was muss er noch aufbauen? Und ein Riesenvorteil für uns in der Richtung ist auch, dass wir eine ganzheitliche Beratung haben. Das heißt, wir betreuen ihn quasi von der Existenzgründung, von seinen Festigungs- und Erweiterungsinvestitionen und zeitgleich beim Vermögensaufbau. Und das in Einklang zu bringen, das ist eine unserer großen Stärken. Aber ich komme noch mal drauf zurück. Ärzte sind ja wirklich ständig auch unter Druck. Sie haben Patienten, Sie haben es mit Menschen zu tun, es ist ein Heilberuf, ein helfender Beruf. Und Sie haben wenig Zeit, sich einfach jetzt mal so Beratung irgendwie anzuhören. Und manchmal, das liest man ja auch in den Zeitungen, kommen also einfach so Spekulanten und verkaufen irgendwie Ärzten was. Das ist ja auch gefährlich, weil ein Arzt hat keine Zeit und er sagt, schauen Sie mal her, hier können Sie also hier 5% machen per anno, was nicht stimmt. Und dann brauchen Sie hier nur rechts unterschreiben. Das ist ja auch wichtig, diese Aufklärung, dass man sagt, liebe Ärzte, ihr seid nun mal für die Heilung zuständig, ihr seid für die Menschen zuständig, ihr müsst wirklich am Patienten sein. Und wir sind als Bank eben für euch da und wir betreuen dann euer Vermögen oder eure Immobilie, die ihr euch kaufen wollt. Oder wir haben natürlich auch ein Mega-Netzwerk. Wir wissen ja auch, wo mal vielleicht ein niedergelassener Arzt aufhört und sie kennen da wieder einen Jungen. Aber das ist doch so. Also das heißt, Ärzte muss man ganz anders behandeln in der Beratung als, sagen wir mal, andere Berufe.
Also Sie haben schon alles gesagt. Also ja, genauso wie Sie sagen, ist ja. Es. Also es ist so, dass wir das sehr stark machen. Das heißt, bei uns gibt es kein Schema F. Es gibt nicht eine Schablone, die wir überlegen und sagen, das müssen wir jetzt anbieten, sondern wir versuchen wirklich die persönliche Lebenssituation zu durchleuchten und das zu berücksichtigen. Ärzte haben vieles. Macht, Einfluss, Kompetenzen, Geld, aber sie haben fast keine Zeit. Weil das muss man immer auch sehen, im Gegensatz zu klassischen Manager oder Ähnlichem, sind die wirklich ein Zahnarzt, ein erfolgreicher Zahnarzt, der steht den ganzen Tag am Behandlungsstuhl, der hat keine Zeit. Und wir versuchen das mit hochqualifizierten Menschen, mit transparenten Produkten und ganz klar mit einem ganzheitlichen Beratungskonzept so auf den Weg zu bringen, dass die Gefahr, die Sie beschrieben haben und die auch real ist, die gibt es wirklich, dass jemand so auf einem kleinen Dienstweg kommt und sagt, mach doch mal schnell was, tolle Rendite, kein Risiko und hast es schnell erledigt. Das passiert schon. Und schnell das ist das Geld weg. Ja. Und das Vermögen weg. Ja, absolut. Ja. Also das heißt, Sie klären auch auf, das ist ja auch wichtig. Und was mir, glaube ich, immer mehr klar wird, Sie hören nicht hin, sondern Sie hören zu. Das ist ja auch wichtig. Ja. Weil Ärzte sagen, ja, und manchmal sind auch Ärzte so begeistert und sagen, jetzt haben wir unglaublich tolle Praxis und jetzt kommt dann nochmal USM Haller Mobilar rein und geben halt dann auch irgendwie ein bisschen mehr aus, als momentan vielleicht der Startschuss vertragen würde. Das ist ja auch wichtig, dieses Aufklären. Ja? Absolut. Und ich meine, Sie haben ja eine unglaublich lange History. Da ist natürlich auch viel Know-how da, ja? Was also Arzt A vielleicht von Arzt B lernen könnte. Das ist ja unser größtes Asset. Ich sage jetzt mal, als Vergangenheitswerten, das wissen wir, als Kaufleute können wir uns nichts kaufen. Das ist schön, wenn man das Revue passieren lassen kann, aber die Zeiten waren früher anders und ich kann mal aus der Vergangenheit raus, kann ich den einen oder anderen Rückschluss ziehen, aber definitiv nicht daraus resultieren, alleinig in die Zukunft blicken. Was wir aber haben, ist, wir hören, Sie sagten es, wir hören nicht hin, wir hören zu. Wir haben eine ganz klare Kommunikation und wir haben ein Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden. Und ich sage das mal, jeder Kunde, dem wir auch heute beim Gang durchs Haus begegnet sind oder mit dem wir hier Kontakt haben, ist ein Heilberufler, ist ein akademischer Heilberufler. Und es ist am Ende des Tages ein Unterschied, ob ich am Ende des Tages, am Ende der Woche oder am Ende des Monats 30, 40, 50 Kundenkontakte hatte und die waren alle mit Heilberuflern, bin ich anders in der Materie beheimatet, spreche eine andere Sprache, bin anders präsent und verstehe auch die Problemfelder, die da sind, in den einzelnen Fachgruppen auch, weil die ganz unterschiedlich sind und man ganz klassisch auch einen Anästhesisten mit dem Zahnarzt oder mit dem Apotheker nicht vergleichen kann, sprechen wir diese Sprache und nehmen das mit. Und das ist ganz wesentlich für das Thema der Vermögensplanung. Und die Vermögensplanung wird häufig so als Geldanlagestrategie also dargestellt. Das ist es aber gar nicht. Es geht in erster Linie darum, wie sichere ich mir die Liquidität, und zwar heute und morgen. Wie sichere ich meine Familie ab, meine Kinder, meinen Mann oder meine Frau? Und was mache ich am Ende auch, was mache ich mit meiner Praxis? Und es sind ja zwei Themen, die uns Menschen am meisten bewegen, ist die Gesundheit und ist das Geld. Ja. Und das ist ja bei Ihnen in dieser APO-Bank ist das ja beheimatet. Absolut, ja. Absolut. Aber Sie haben natürlich auch ein Mega-Netzwerk. Ja, also ich durfte auch Sie mal kürzlich bitten, dass Sie mal sagen, ich hätte da einfach ein Thema. Und so, ich rufe Sie gleich zurück und dann, das war wirklich eine tolle Empfehlung. Wie wichtig ist denn das ist ja ein unglaubliches Know-how. Also ich sage jetzt mal, gehen wir mal davon aus, in Deutschland gibt es tausende Zahnärzte. Jetzt einer in Duisburg sagt, Mensch, ich habe jetzt mich verliebt in eine Münchnerin, ich möchte jetzt in München gerne mich niederlassen. Dann kommt er zu Ihnen und sagt, Mensch, Herr Seiler, oder zu Ihnen, zu Ihrem Team und sagt, Mensch, wenn Sie da mal was hören oder so. Ja? Sie sehen ja auch, wenn jemand ihm einfach mal sagt, okay, ich möchte meine Praxis weitergeben, ich möchte sie veräußern. Sie sind ja auch, und das haben Sie ja eingangs sehr schön gesagt, Sie sind ja jetzt nicht auf Teufel komm raus gewinnoptimierend, sondern Sie sagen, wir müssen unseren Gewinn machen, aber wir sind eine Genossenschaftsbank. Was ja so immer noch bei manchen Leuten so einen miefigen Eindruck hat, Genosse. Ja? Aber die Genossen sind halt 2008 bei der Finanzkrise nicht so in der ersten Reihe Mitte gesessen. Das ist ja ein Vorteil und sind nicht so spekulativ. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Aber sagen Sie doch mal was zu dem Know-how, das Sie in Ihren Netzwerken haben.
Ja, das Entscheidende für mich als Führungskraft, aber natürlich auch als Apobanker, ist natürlich, wie schnell sind meine Zugangswege. Das heißt, wenn ich jemanden unterstützen kann, und dann davon lebt ja ein Netzwerk, es lebt ja immer von dem gegenseitigen Miteinander. Win-win. Oft ist es ja so, dass man einen Kontakt zu jemand hat, Monate oder Jahre lang, und der gar nicht meine Absicht beim Kontakten ist ja nicht, für mich einen Profit dabei rauszuholen, sondern mein Gedanke ist, ob der Kontakt, den ich jetzt habe, jemand anderem nutzen könnte. Weil ich so automatisch in einer Spirale, im Idealfall nach oben drin bin, wo ich dann sage, man unterstützt sich gegenseitig. Und dann passiert genau dieses. Das heißt, die zwischenmenschlichen Beziehungen werden ausschlaggebend, weil ich keinen Algorithmus für also Sympathie sich, entwickeln kann. Genau. Das heißt, sind ja die Zündkerzen, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Es muss miteinander passen. Natürlich. Man muss zueinander finden, ja. Man muss aufeinander zugehen und man muss überlegen und genau zuhören, was hat jemand für ein Thema und wie kann ich dabei unterstützen, dass er sein Thema voranbringen kann oder lösen kann. Und das ist eine der Hauptaufgaben unserer Berater und folglich natürlich auch von mir und meinem Team hier, der Führungskraft in München. Ja, und auch unbezahlbar, also wenn Sie dann matchen. Genau. Jetzt komme ich nochmal zu Ihnen, Herr Seiler. Sie sind so ein dynamischer, junger Manager. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? 40. 40, wunderbar. Dankeschön. Ja, Sie schauen jünger aus. Ja? Sie holen Ihre Kraft vermutlich auch aus Ihrer Familie. Aber Sie haben so eine gute, ich würde mal sagen, Sie sind im grünen Bereich der Motivation. Was motiviert Sie als Mensch? Also mich motiviert im ganz Wesentlichen, ist es mal mein Job hier, wenn ich das beruflich und privat trenne, aber das gehört unweigerlich zusammen. Wenn ich das beruflich sehe, ist es einfach, hier Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Auch gewisse Freiheit, aber doch auch Verantwortung. Genau, also das ist ja immer ein Einklang und das ist in meiner Position geht das wirklich Hand in Hand. Man hat das ja oft im Management, dass sie ein enormes Maß an Verantwortung, aber relativ wenig Gestaltungsmöglichkeiten haben. Das ist bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, bei der Apobank ist das nicht so. Das heißt, ich habe unbleibliche Rückendeckung und kann in der Richtung auch viel gestalten. Ja. Genau, dass er versteht, was mache ich, in welche Richtung gehe ich. Er lässt mir da Freiheiten, unterstützt mich auf diesem Wege. Und ihr seid ein gutes Team auch. Und das ist halt wichtig, um als Team zu agieren. Ja, das Vertrauen und diese Richtung. Und das ist für mich ein Motivator. Das heißt, für mich ist nicht in erster Linie, sage ich jetzt mal, ein Titel oder die Ökonomie entscheidend, sondern für mich ist ganz entscheidend, kann ich was gestalten und was entwickeln. Und das, um die Parallele oder die Richtung auch dann zum Privaten zu schlagen, ist für mich natürlich ausschlaggebend. Wir haben zwei kleine Kinder, meine Frau und ich, und dann will man natürlich auch den Kindern was in der Richtung mitgeben. Und das kann auch nur sein, dass es der Gedanke ist, dass die Zukunft was Tolles mit sich bringt. Dass es Spaß macht, wenn der Papa zur Arbeit geht oder was macht er auf der Arbeit. Meine Kinder sind auch häufig hier, dass sie erleben, was tue ich denn. Ja? Die können das natürlich nicht direkt greifen, aber die erleben mich auch, die besuchen mich. Ja? Genau, ich bin auch häufig unterwegs auch und dann bin ich vielleicht jeden Abend zu Hause oder am Wochenende auch mal unterwegs. Aber wir haben da eine gute Balance gefunden und man macht das miteinander. Und weil das ein positiver Spirit ist. Und ich finde nicht schlimmer, als wenn sie morgens starten und sagen, hoffentlich ist der Arbeitstag bald beendet oder Montag starten, hoffentlich ist bald Freitag und ich lebe für den Urlaub oder für die Feiertage, sondern es macht unglaublich Spaß, hierher zu kommen, es macht Spaß, was zu gestalten. Und das spürt natürlich mein Umfeld, Freunde, Familie. Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Ich hoffe, es die Mitarbeiter auch, ja, aber da gehe ich einfach mal von aus. Das merkt man. Ja. Aber was natürlich auch Motivation bedeutet, Motivation ist ja Energie, nichts anderes. Nichts anderes. Und wenn Sie einfach durch ein Haus gehen oder durch ein Unternehmen gehen, Sie spüren ja, ist da eine Energie oder ist da tote Hose. Ja? Und ich kenne natürlich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Motivationstrainer, erkenne ich natürlich sofort, ob da Energie ist oder nicht. Und es gibt nichts Tötenderes als wenn Angst im Unternehmen ist oder auch bei Kunden oder auch bei Ärzten, wenn man sagt, Mensch, ich schaff's nicht. Und dieser motivierende Faktor, der in Ihnen auch ist und in Ihrem Hause, das ist ja manchmal unbezahlbar. Das können Sie ja nicht berechnen.
wo sie einfach jemand sagen, es kann ja sein, jetzt macht man eine Praxis auf und dann sagt man, Mensch, die Lage passt, alles passt und dann plötzlich kommen die Patienten nicht, weil es bedarf ja auch Zeit. Das bedarf natürlich auch eine gewisse Akquise, man muss sich einfach bewegen und so weiter. Und da ist natürlich dann der Apobanker ist gefragt, dass er dem Arzt sagt, jetzt machen Sie sich da nicht verrückt, kommen Sie mal her. Und das ist ja auch dieses immer für einen Dasein in guten und in etwas schlechteren Zeiten. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Philosophie. Absolut, absolut. Und es ist unsere Ausrichtung, weil wir genau, das ist unsere Philosophie, dass wir sagen, wir sind für dich da, lieber Kunde, lieber Arzt, lieber Apotheker, wenn du uns brauchst, wenn du uns wirklich brauchst. Und das ist auch unser Gedanke. Das heißt, wir versuchen wirklich zu unterstützen. Und ich versuche bei allen Aktivitäten, die wir haben, wir machen unglaublich viele Veranstaltungen, Seminare, wir führen viele Gespräche hier vor Ort, wo ich halt sage, wo hat jemand den Mehrwert? Der Mehrwert ist ja nicht nur, indem man fachlich ein Seminar bietet, wie lese ich eine Bilanz, sondern manchmal ist es auch, dass man Herrn Dr. Lejeune erlebt oder andere Protagonisten, wo man sagt, das ist inspirierend. Wenn ich da eine oder zwei Stunden zugehört habe, nehme ich was mit für meinen Alltag. Und das ist ein Mehrwert, den wir für Kunden stiften. Das ist auch eine Befreiung manchmal, dass man rauskommt, dass man auch sich öffnet. Ja, ne? Und auf Gleichgesinnte trifft. Ja. Weil Angst ist ja etwas, Herr Dr. Lejeune, was nie thematisiert wird. Ich weiß. Weil es soll weg sein, grade, es soll nicht da sein. Und gerade ihre Ärztinnen und Ärzte und auch die Apotheker, die ich kenne jetzt zum Beispiel eine Apotheke in München, da wirst du beraten. Jetzt kommt eine ältere Dame rein und sagt, ja, ich muss jetzt das Medikament nehmen und dann, jetzt mein Sohn hat jetzt den Beipackzettel gelesen, um Gottes Willen. Jetzt, wie bringt man eben dann, da ist auch die Zusammenwirkung von Apotheke und Arzt ist auch wichtig. Ja, ja, dass, absolut. Dass die eben ja, im Grunde dann sagt, jetzt pass auf, machen Sie keine Sorgen, das können Sie wunderbar nehmen und so weiter. Dieses, oder zum Beispiel ein Arzt, ich bleibe mal beim Zahnarzt, mein Zahnarzt, der steht den ganzen Tag am Stuhl. Ja? Und hat aber draußen wirklich so eine tolle Mannschaft, die dann eben einfach funktionieren, obwohl sie den Chef gar nicht sehen. Der kommt von einem Zimmer zum anderen, operiert und dann kommt er da rein und das und jenes. Das heißt, er ist wirklich mega unter Dampf, auf Deutsch gesagt. Aber draußen findet irgendetwas mit dem Patienten statt. Also ein Beispiel. Ich habe ja auch eine Investition in eine kardiologische Praxis. Diese Ärztin, die Frau Dr. Richards, die nimmt auch den Patienten einfach erstmal, die spricht mit dem Patienten. Das ist ja auch etwas, was hier in ihrem Know-how mit drin ist. Das ist also wie so ein Modul. Ja. Ja, dass man eben auch dem Arzt sagt, pass mal auf, Sie haben jetzt eine tolle Sprechstundengehilfin, aber wenn und manchmal ein Arzt kann ja meistens nicht immer pünktlich sein. Ist halt so, weil das dauert länger. Und jetzt kann eben die Sprechstundenhilfe nicht jetzt medizinisch eingreifen, aber sie kann dem Patienten eben sagen, möchten Sie was trinken? Und dann irgendwann erzählt er, ja, tut's weh oder was auch immer. Das ist ja auch ganz wichtig, weil das bildet natürlich auch wieder Wachstum für eine Praxis und für die Arztpraxis. Es gibt, wenn Sie das ansprechen, es gibt zum Beispiel im zahnmedizinischen Bereich, habe ich jetzt schon erlebt hier in München, dass es sogenannte Warm-up-Corner gibt. Das heißt, der Zahnarzt holt den Patienten in einer Ecke ab, vielleicht Sessel oder ähnliches, wo die dort stehen, der Patient erwartet dort den Zahnarzt, und der Zahnarzt setzt sich erstmal zum Patienten, führt einen kurzen Smalltalk, ein, zwei Minuten, um warm zu werden und nimmt ihn dann mit ins Behandlungszimmer. Weil das vom Feeling her eine ganz andere Atmosphäre ist, als ja, dass er sieht nicht den Stuhl schon oder eben sowas. Er sitzt auf dem Stuhl. Ja. Im klassischen Fall sitzt er auf dem Stuhl und irgendwann geht die Tür auf, der Zahnarzt kommt rein, vielleicht also ich pauschaliere und ist auch unfair teilweise. Natürlich gibt es ja noch einen guten Tag und Hallo. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Ja. Es ist für den Patienten wichtig, dass er Vertrauen hat. Und Vertrauen kann nur oder größtenteils nur durch persönliche Bindung entstehen. Ich möchte die Geschichte noch mal loswerden. Wir haben gestern mit Herrn Lachner, wir sind ja ein gutes Team, unser Kamerachef, ja, haben wir im Deutschen Herzzentrum gedreht. Und Professor Lange, einer der großen Herzchirurgen, ja, da habe ich ihn gefragt, das ist ein guter Freund von mir, und gesagt, Rüdiger, sag mal, wie ist denn das mit dem Vertrauen? Sagt er, ich schaue erst, dass das Vertrauen stimmt. Weil ein Herzchirurg befindet sich immer zwischen Leben und Tod. Und ohne Vertrauen ist die Operation nicht so ratsam. Ja? Also das heißt, natürlich, wenn es jetzt Notfälle gibt, ist es eine andere Sache. Aber das ist wichtig. So viele Patienten haben Angst vom Arzt, weil er eben zu weiß erscheint. Ja? Ja. Anstelle, dass er sagt, dass er sich auch mal menschlich vorstellt. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dann kommt Vertrauen auf und dann geht man auch gern hin. Und dann, oder wenn jetzt einfach eine Diagnose kommt, dass der Arzt sagt,
Also tolle Blutwerte haben Sie, ja, und solche Sachen, also auch, dass der Arzt einfach, oder wenn er eine Hiobsbotschaft übermitteln muss, dass er auch sich Gedanken macht, wie vermittle ich jetzt das meinem Patienten? Ja, ja. Aber das Know-how, das ist einfach alles... Das ist das Bewusstsein zu haben, das ist wichtig, und wir thematisieren das, wir sprechen mit unseren Kunden darüber, wir legen das auch sehr tief, weil wir sagen, das ist die Basis deines Erfolges, ökonomisch betrachtet, aber auch von dem Wertesystem, was du mitbringst. Und Ärzte sind ja brutal idealisiert. Ja. Und das ist ja auch, Gott sei Dank, ihr größtes Asset, was sie haben, dass sie mit der Haltung rangehen. Aber manchmal brauchen sie einfach Unterstützung, speziell im kaufmännischen Bereich. Vor allen Dingen auch in der Gesprächsführung. Also ich glaube, so der große weiße Kittel, der war vielleicht gestern. Heute sind auch Patienten, schauen, wie tickt der Arzt menschlich, oder manche Zynik kommt dann rüber oder was immer. Das geht heute gar nicht mehr. Ja. Leider sind wir schon am Ende der Sendung, Herr Seiler. Ja? Und liebe Zuschauer, wir waren heute bei der APO-Bank. Ja, und es gibt sie, die dynamischen und motivierten jungen Manager. Heute war einer bei uns in der Sendung, Stefan Seiler. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Schön Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.